Willkommen zur fünften Sitzung von Was andere Sprachen anders machen. Heute geht es um Anaphora, also die Art und Weise, wie wir Dinge in den Diskurs einführen und wieder aufgreifen. Ein Phänomen, das auch als Reference Tracking oder Referenztracking bezeichnet wird. Um die Dinge ein bisschen zu sortieren, möchte ich hier zwischen Welt-Deiksis, Situations-Deiksis und Diskurs-Deiksis unterscheiden. Deiktische Ausdrücke sind ja Ausdrücke, deren Bedeutung sich durch einen Verweis, eine Zeigegeste, gedacht vielleicht nur ergibt. Das heißt, die Bedeutung selbst von solchen Ausdrücken, der Bezug von solchen Ausdrücken, ist nicht vollständig über die beschreibende, die deskriptive Funktion der Sprache erschließbar. Wenn ich sage, der älteste Mensch am 7. Mai 2021 um 12 Uhr, dann ergibt sich die Bedeutung dieses Ausdrucks alleine aus den beschreibenden Wörtern. Ich muss auf kein Individuum zeigen. Ich kenne dieses Individuum natürlich auch nicht. Es ergibt sich allein aus der Bedeutung der Wörter. Das ist bei deiktischen Ausdrücken nicht der Fall. Da ist immer eine Komponente im Spiel, die über die rein beschreibende Bedeutung der Wörter hinausgeht. Es gibt jetzt diese drei Arten von Deiksis, die ich eben erwähnt habe. Einmal Weltdeiksis, das Weltwissen, das Hintergrundwissen spielt hier eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel über den Mond rede, dann meine ich den Mond in Bezug auf die Erde. Und wir alle kennen den Mond. Wir wissen also, worüber ich hier spreche. Wenn ich sage, die Bundeskanzlerin, dann, wenn ich den Bezug heute und in Deutschland meine, dann ist das Angela Merkel. Hier ist die Situation gewissermaßen so und das Weltwissen, dass ich zu einem bestimmten Individuum komme. Wenn ich sage, die Uni-Präsidentin, dann meine ich jetzt im Augenblick Frau Kunst, weil sie eben die Präsidentin der Humboldt-Universität ist. Situationsdeiksis. Das ist ein Verweis in Bezug auf die konkrete Situation, in der wir uns befinden, in der Sprecher und Adressat sich befinden. Wir sind in einer räumlichen Situation, wir gerade jetzt in einer ganz besonderen, weil Sie am Bildschirm sitzen irgendwo zu irgendeiner Zeit, ich weiß nicht wo, aber das ist eine etwas außergewöhnliche Situation. Wenn Sie aber jetzt mit einem Freund, einer Freundin spazieren gehen und sagen, schau mal, der Hund dort drüben, dann beziehen Sie sich auf die Situation, in der Sie sind, und Sie beziehen sich auf einen Hund, der irgendwie etwas weiter weg ist, vielleicht über ein Hindernis oder so entfernt. Das drüben deutet vielleicht darauf hin. Auch in unserer Situation kann ich sowas sagen wie die Schaltfläche links oben auf dem Bildschirm zum Beispiel, und wir teilen gewissermaßen oder hoffen, einen gemeinsamen Bildschirm zu teilen, also ein Bildschirmbild zu teilen. Ausdrücke, die sich auf diese gemeinsame Situation beziehen, also situationsdeiktische Ausdrücke. Das dritte ist dann die Diskursdeiksis. Das ist die Referenz auf Personen, Dinge, Entitäten, die vorerwähnt sind in dem Diskurs, der schon stattgehabt hat, stattgefunden ist. Wenn ich sage, der Mond ist derzeit sehr groß, besonders wenn er am Horizont steht, da beziehe ich mich mit er auf einen schon eingeführten Gegenstand, nämlich den Mond. Der ist natürlich auch aus dem Weltwissen bekannt, aber im zweiten Satz mit dem Pronomen ist es notwendig, dass eine Entität im Vorgängerdiskurs eingeführt worden ist. Oder wenn ich sage, Anna hat seit neuestem einen Pudel, er ist noch jung und verspielt. Der Pudel ist da nicht aus dem Weltwissen bekannt, sondern er wird explizit eingeführt durch die beschreibende Funktion der Sprache. Und nachdem er eingeführt ist, kann ich auf ihn Bezug nehmen mit er, mit dem Pronomen er. Um diese Phänomene, vor allem also um Diskursdeiksis, wird es in dieser Sitzung gehen. Bevor wir aber zu Anaphora kommen, will ich noch etwas über Situationsdeiksis nachholen, nämlich den wichtigen Begriff des Referenzrahmens. Das ist ein Begriff, den Stephen Levinson, hier ist er, eingeführt hat und der sich als sehr fruchtbar erwiesen hat, um die Art und Weise, wie wir uns im Raum zurechtfinden, vor allem sprachlich natürlich, zu beschreiben.
Und ich will darüber jetzt noch ein bisschen etwas sagen. Es gibt nach Levinson drei Arten von Referenzrahmen. Es gibt den intrinsischen Referenzrahmen. Das bezieht sich auf ein Objekt mit definierten Seiten. Ein Beispiel ist hier, da steht ein Mann und da ist ein Haus. Das Haus hat da die Vorderseite gewissermaßen. Wir können sagen, he is in front of the house. Er steht also an der Vorderseite des Hauses. Dann gibt es den relativen Referenzrahmen, der ist relativ zur Origo, das ist also die Position des Sprechers, der Referenzpunkt. Dieser Begriff Origo ist von Bühler, den wir letztes Mal erwähnt haben, eingeführt worden. Ein Beispiel hier, wenn hier der Referenzpunkt ist, also hier schaut der Sprecher darauf, könnte der Sprecher sagen, he is to the left of the house. Denn vom Sprecher aus gesehen steht dieser Mann hier links vom Haus. Und dann gibt es den absoluten Referenzrahmen. Das ist ein Referenzrahmen, der die ganze Umgebung, Himmelsrichtungen, vielleicht auch räumliche Eigenschaften wie Bergketten oder Flussläufe mit einbezieht. Das wäre hier zum Beispiel der Fall. Nehmen wir mal an, das ist hier die Richtung Norden. Dann könnte man sagen, he is north of the house. Also drei unterschiedliche Referenzrahmen, die wir da zur Verfügung haben, um ein Objekt relativ zu einem anderen zu lokalisieren. Nun ist das in verschiedenen Sprachen unterschiedlich dominant gewissermaßen. Und es gibt Sprachen, die vorwiegend einen bestimmten Referenzrahmen nehmen. Im Englischen, in der natürlichen Umgangssprache, ist wahrscheinlich der absolute Referenzrahmen nicht besonders ausgeprägt. Man kann das natürlich sagen, aber es ist vielleicht in der Alltagssprache nicht der häufigste. Wir haben aber alle drei, im Deutschen auch natürlich. Sprachen, die den absoluten Referenzrahmen betonen, bis dahin, dass sie zum Beispiel keine Wörter für rechts und links, also rechts von und links von haben, findet man zum Beispiel in Australien. Das Gugu-Yimithir ist dafür bekannt. Ich habe hier als Referenz einen Artikel von John Haviland, der das genau beschrieben hat, angeführt. Also da könnte man nicht so was sagen wie rechts vom Haus. Man sagt nicht mal so was wie mein rechtes Bein, sondern man kann durchaus sagen, mein nördliches Bein, wenn man eben so steht, dass das Bein gerade nach Norden sich ausrichtet oder nördlich vom Körper ist. Sprachen mit Betonung des relativen Referenzrahmens gibt es auch. Das ist etwa das Hausa, das dahingehend untersucht worden ist. Ich habe hier auch einen Artikel angeführt. Also was das heißt, ist das Folgende. Wenn wir hier zwei Personen haben, die auf ein Telefon schauen und da ist ein Stift, das ist etwas klein, das soll also ein Kugelschreiber oder sowas sein, dann könnte man im Englischen sagen, there is your pen in front of the telephone. Ja, weil das Telefon eben so ausgerichtet ist, dass die Vorderseite eben hier sich befindet. Und im Hausa würde man sagen, look your pen there front with telephone in dieser Situation. Denn das Hausa hat nicht diesen relativen Referenzrahmen, sondern hat nicht den intrinsischen Referenzrahmen, verzeihen, sondern betont den relativ zum Sprecher. Und da wird vor dem Telefon so verstanden, wenn die Blickrichtung in diese Richtung hier geht, dann geht man weiter und das ist dann der Raum, der im Hauser davor heißt. Im Englischen würde man, wenn man diesen Referenzrahmen verwendet, eher die Region in diesem Bereich hier als vor dem Telefon ansehen. Soviel also zu deiktischen Phänomenen, die sich auf die Situation beziehen. Und jetzt geht's zu Anaphora.
Nun also zu anaphorischen Beziehungen. Ich habe zum Einstieg einen kleinen Text vorbereitet von Hermann Löns, den Beginn einer kleinen Geschichte. An einem schönen Junimorgen sah ein junger Jäger einen fast flüggen Raben im Heidekraut sitzen. Er nahm ihn mit und verschenkte ihn an Bekannte in der Stadt, die in ihrem Garten allerlei Tiere hielten. Es gab einen großen Aufstand im Garten, als Jakob, wie man das schwarze Ungetüm nannte, auf den Rasen gesetzt wurde. Jaköpple, der Häher, war ganz entsetzt, als das großmächtige Rabenvieh seinen Riesenrachen aufsperrte und ihm auf den Leib rückte, aber schließlich holte er Futter und stopfte es ihm in den roten Schlund. Auch Jackelchen, die Elster, kam herangehüpft, sah sich das Scheusal an, und als das Gegirre nicht aufhören wollte, holte sie irgendetwas Essbares und tat es vorsichtig in Jakobs unersättlichen Schnabel. So viel zu diesem kleinen Text. Sehen wir uns diesen Text etwas näher an. Und zwar will ich zunächst mal beginnen mit den Ausdrücken, die neue Entitäten einführen in den Text, also neue sogenannte Diskursreferenten einführen, und zwar, wenn diese Einführung durch indefinite DP, indefinite Nominalphrasen geschieht. Diskursreferent ist dabei ein wichtiger Ausdruck. Er bezieht sich auf Variable, die in einem Text eingeführt werden und aufgegriffen werden können und die mit Entitäten in der beschriebenen Welt in Verbindung stehen. Hier im ersten Satz gibt es gleich drei solcher Ausdrücke: einem schönen Junimorgen, ein junger Jäger und einen fast flüggen Raben. Im zweiten Satz haben wir Bekannte und allerlei Tiere, zwei indefinite Ausdrücke, die weitere Diskursreferenten einführen. Im dritten Satz haben wir einen großen Aufstand, das führt ein Ereignis ein. Im vierten Satz wird nicht mehr viel Neues eingeführt, sondern ihr aufgegriffen, was schon eingeführt ist, das werden wir gleich noch sehen. Futter wird allerdings hier neu eingeführt. Und im fünften Satz wird ebenfalls etwas neu eingeführt, nämlich irgendetwas Essbares. Ja. Ich habe also die Ausdrücke, die durch indefinite DP hier neue Diskursreferenten einführen, rot markiert. Jetzt sehen wir uns an, wie diese Diskursreferenten aufgegriffen werden, und zwar durch Pronomina oder durch definite Nominalphrasen, ja, definite DP, die ich jeweils blau markiere. Das ist jetzt ein Fall von Referenztracking, also das Einführen und wieder Aufgreifen von Diskursreferenten. Damit werden auch die sprachlichen Mittel bezeichnet, wie also Pronomina und so weiter, die dieses unterstützen. Im ersten Satz wird nichts aufgegriffen, nur eingeführt. Das ist auch nicht unüblich bei ersten Sätzen gewissermaßen. Im zweiten Satz greift er den jungen Jäger auf, ihn, den fast flüggen Raben. Und das ihn ist dann auch dieser. Und dann werden Bekannte angeführt und auf die Bekannte wird mit dem Relativpronomen die und dem Possessivpronomen ihrem Bezug genommen. Im dritten Satz haben wir im Garten, der ist hier eingeführt worden, in ihrem Garten. Dann wird hier Jakob eingeführt gewissermaßen. Das greift aber wohl den fast flüggen Raben auf. Das wird auch so genannt, wie man das schwarze Ungetüm nannte. Das schwarze Ungetüm ist eine Beschreibung von Jakob, greift das also auch auf. Das Mann ist ein indefinites Pronomen, das sich hier auf die Bekannte bezieht. Also es greift durchaus etwas auf, was schon eingeführt worden ist. Im nächsten Satz, Jaköble, der Häher, also Jaköble ist hier eingeführt worden. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Und der Häher greift das auf. Das großmächtige Rabenvieh, das bezieht sich auf diesen Raben natürlich. Und ihm auf den Leib rückte, das ihm bezieht sich hier auf
auf den Häher, ja. Und der Häher, er holte Futter und stopfte es, das ist das Futter natürlich ihm, das ist jetzt der Rabe wiederum, in den roten Schlund. Und der letzte Satz, da kommt jetzt die Elster, die durch Jackelchen eingeführt wird. Das Scheusal, das bezieht sich auf den Raben natürlich. Und sie bezieht sich dann auf die Elster und irgendetwas Essbares wird dann neu angeführt und das wird durch Es dann aufgegriffen. Und Jakob ist da schon angeführt. Ja, natürlich. So, das illustriert gewissermaßen jetzt das Aufgreifen von Diskursreferenten, die schon eingeführt worden sind. Wir sind noch nicht durch mit der Analyse, denn es werden Diskursreferenten auch durch definierte DPen eingeführt. Und die markiere ich jetzt hier mal so etwas hellrot. Schon im ersten Satz wird das Heidekraut eingeführt als im Heidekraut, also definit. Das ist ein sogenanntes assoziiertes Definitum. Das wird durch bestimmte Ausdrücke evoziert, die nach unserem Weltwissen irgendwie systematisch mit etwas, was schon angeführt ist, zusammenhängen. Hier ist das sehr indirekt. Jäger evoziert gewissermaßen, dass der Jäger im Wald ist oder auf der Heide. Und die Heide hat Heidekraut und auf diese Weise ist also über diese Assoziation dieses Heidekraut eingeführt. Im zweiten Satz wird die Stadt eingeführt. Also die Bekannte sind in der Stadt. Wir wissen nicht in welcher, aber wir nehmen einfach mal an, dass es eine Stadt gibt. Das wird Akkommodation genannt. Wir nehmen bestimmte Diskursreferenten an, weil es nicht ungewöhnlich ist, sie anzunehmen, ohne dass sie vorher schon motiviert worden wären, wie das beim Heidekraut und dem Jäger der Fall war. Im dritten Satz gibt es hier den Rasen. Der ist ein assoziiertes Definitum, weil hier ein Garten schon eingeführt wurde und ein Garten hat oft einen Rasen. Im vierten Satz wird jetzt Jaköble, also ein Tier, eingeführt, ein Häher. Das ist auch ein assoziiertes Definitum, denn es sind ja Tiere bereits eingeführt worden hier, diese Tiere. Und Jaköble ist wohl eines dieser Tiere. Man nennt das auch ein partitives Definitum. Das ist also ein Teil von etwas, was bereits eingeführt worden ist. Ja, dann kommt hier der Riesenrachen, ja, dass ein Raben, dass ein Rabe ein Rachen hat, das ist klar, dass der besonders groß ist, wird da noch zugefügt und dass er einen Leib hat, das ist auch klar. Jetzt wird auch noch Jackelchen, die Elster, eingeführt, auch Partitiv, eines der Tiere und das Gegirre wird ebenfalls als Ereignis eingeführt. Es ist da so viel los, dass man sich leicht vorstellen kann, dass es da ein Gegirre gibt. Das ist also dann ein Definitum, das ebenfalls durch Akkommodation eingeführt wird. Sehen wir jetzt die Mittel an, die verwendet werden, um sich auf Diskursreferenten zu beziehen. Genus ist dabei ein wesentliches Mittel. Das habe ich ja schon erwähnt, als wir über Genus im Deutschen gesprochen haben. In diesem Satz hier wird ein Heer eingeführt, maskulin, und das großmächtige Rabenvieh, ein Neutrum. Und das bestimmt, dass das Er hier sich nur auf den Heer beziehen kann. Sonst müsste es ja Es lauten. Das Ihm kann sich im Prinzip sowohl auf den Heer beziehen, als auch auf das Rabenvieh, denn es gibt im Deutschen einen Zusammenfall von Maskulin und Neutrum im Dativ, auch im Akkusativ und im Genitiv, nur im Nominativ eben nicht, so dass das grammatisch nicht geregelt ist, dass sich das erste ihm auf den Heer bezieht, das zweite auf das Rabenvieh, das ist nur durch unser Weltwissen gewissermaßen begründet.
Im nächsten Satz, als Jackelchen die Elster angeführt wird, kann man sich auf die mit sie, mit dem Femininum beziehen. Das Problem nun ist, dass Genusklassen beschränkt sind. Im Deutschen gibt es drei Genera, das ist zwar mehr als im Französischen etwa, aber es ist eben auch nicht allzu viel. Das heißt, die Trennschärfe von Genus ist relativ beschränkt, wenn es um die Identifikation von Diskursreferenten geht. Das sieht man an Fällen wie etwa hier. An einem schönen Junimorgen sah ein junger Jäger einen fast flüggen Raben im Heidekraut sitzen. Er nahm ihn mit und verschenkte ihn an Bekannte in der Stadt. Es ist hier ein Jäger angeführt und ein Rabe, beide maskulin. Im Prinzip ist damit die Referenz der Pronomina er und ihn ambig. Das er könnte sich durchaus auch auf den Raben beziehen. Das macht natürlich inhaltlich keinen Sinn, aber grammatisch ist das möglich. Also das Genus lässt im Unklaren, auf wen man sich da bezieht. Und in Sprachen mit mehr Genera, die etwa zwischen dem Genus für Jäger und dem Genus für Rabe unterscheiden würden, wäre man da auf der besseren Seite. Da könnte man das Genus trennschärfer verwenden. Gebärdensprachen sind hier besser dran, weil sie durch den Raum, also die Gebärde findet ja im Raum statt, mehr Möglichkeiten haben, unterschiedliche Diskursreferenten festzuhalten und auf sie wieder zurückzukommen. Ich will das hier kurz illustrieren. Das geht zurück auf einen Artikel von Steinbach und Onea und das ist bekannt für sehr viele, vielleicht alle Gebärdensprachen. Sehen wir uns das etwas näher an. Wenn wir uns den Gebärder so vorstellen, von oben gesehen gewissermaßen, dann gibt es hier zum einen den Ort nah am Körper des Gebärders, dann vor dem Gebärder, da steht der Adressat, also eins ist dann die Zeigegeste auf die erste Person, das bin ich und das ist der Angesprochene. Und dann gibt es lateral gewissermaßen an der Seite noch weitere Orte. Und vielleicht auch oben und unten. Und diese weiteren Orte können herangezogen werden, um Diskursreferenten einzuführen und wieder darauf sich zu beziehen. Schauen wir uns das etwas näher an, wie das im Diskurs verwendet wird. Hier wird gebärdet, das ist die Umschrift gewissermaßen Parents. Dann Index 3a, das heißt, ein Indexfinger geht auf eine bestimmte Position. New Teacher, Indexfinger geht auf die andere Position, Moment, hier auf die andere Position. Ja. Auf diese Weise werden diese zwei Orte identifiziert als Diskursreferenten für die Eltern und für den neuen Lehrer. Da kann man weiter gebärden. Also, wenn man auf den ersten Ort deutet und dann die Gebärde für smart ausdrückt, heißt das, dass der Lehrer, also das ist jetzt 3b, klug ist. Wenn man auf den ersten Ort, der also die Eltern eingeführt hat, weist, dann heißt das, dass die Eltern klug sind. Ja, wir können also immer auf den Ort verweisen, der gewissermaßen für den Diskursreferenten steht, der da jeweils eingeführt worden ist. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, es gibt hier einen Link zu einem Projekt von Markus Steinbach, in dem das etwas näher erklärt wird. Das ist ein sehr langes Link, ein sehr langer Link, bitte versuchen Sie das vielleicht anders zu finden, das geht auch. Sehen wir uns jetzt andere Möglichkeiten für Diskursdeiktes an, jenseits von Genus. Es gibt zum einen spezielle diskursdeiktische Ausdrücke. Im Deutschen etwa besagt, im Englischen said, das klingt beides ein bisschen formell, besonders das englische said. Ich meine Vorkommnisse wie hier in diesem Korpusbeleg, wo hier am Anfang dieser Textstelle die Leiterin der Konsumverkaufsstelle
Hartrich, Waltraut und so weiter eingeführt wird und dann am Ende dieses Abschnitts auf diese Person Bezug genommen wird, mit das besagte Leiterin von der jugendlichen Horde angekesselt wurde und so weiter. Also besagte Leiterin, besagt ist hier, steht hier an der Stelle, wo man normalerweise einen Artikel erwarten würde. Das ist also letztlich ein Artikel und ein Artikel, der sich eben auf Entitäten bezieht, die eingeführt worden sind. Im Englischen finden wir das mit said. Das ist hier ein etwas älterer Text hier. Da wird also ein Ankläger eingeführt, Plaintiff, und dann auch mit said Plaintiff auf diesen Ankläger sich bezogen. Ein Beispiel einer Sprache, in der dieses Verfahren sehr viel stärker ausgeprägt ist, ist das Swahili. Im Swahili gibt es Demonstrativpronomen, die haben wir schon gesehen. Ich habe hier etwa what do hava these people, also Proximat, what do vale those people, also distal, und es gibt ein drittes Pronomen, what do hayo the mentioned people, the aforementioned people, die also schon eingeführt worden sind. Das ist also dann ein diskursdeiktisches Demonstrativ. Personalpronomena und Dpronomena werden unterschiedlich verwendet im Deutschen, also Dpronomena sowas wie der als Pronomen. Es wird vermieden, Personalpronomena für die Situationsdeiktsis einzusetzen. Dafür können dann Dpronomena verwendet werden, die dann aber auch natürlich bei der Diskurs Dixis eine Rolle spielen. Also ein Beispiel dafür: Es hatte gedonnert, aber ich hatte es nicht gehört. Das ist gut. Das Donnern ist hier mit Es angeführt worden. Es hatte gedonnert, aber ich hatte das nicht gehört. Das ist auch möglich natürlich. Es ist hier vielleicht etwas besser. Wenn es jetzt aber in der Situation selbst donnert und ich sage: Hast du das gehört? Ist das sicher besser als zu sagen: Hast du es gehört? Also hier wird für die Situationsdeiktsis eher das eingesetzt. Und dafür kann man im Deutschen in der Regel davon ausgehen, wenn Personalpronomen verwendet werden, dass es sich um Diskursdeiktsis handelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, situationsdeiktische Ausdrücke für die Diskursdeiktsis zu missbrauchen gewissermaßen. Es handelt sich um die Verwendung von dieser und jener, wie etwa in diesem Beispiel. Und genau aus diesem Grund ist eine arbeiterliche Gesellschaft auch keine Arbeitergesellschaft. Diese vielmehr ein Teil jener. Mit diese beziehen wir uns hier auf die Arbeitergesellschaft. Das ist der letztgenannte Begriff. Also das ist dann eine Proximat, eine Nahdeixis. Mit jener beziehen wir uns auf etwas, was schon etwas weiter ferner liegt, und das ist hier die arbeiterliche Gesellschaft. Sie sehen hier, dass Eigenschaften von Situationsdeixis auf Diskursdeixis übertragen werden können. Eine wichtige Technik der Diskursdeixis ist die Obviation. Das will ich hier erläutern. Wenn man sich ansieht, welche Diskursreferenten von Pronomina aufgegriffen werden, finden wir eine Präferenz für die Beibehaltung der syntaktischen Funktion. Was ich damit meine, kann man hier illustrieren mit diesem Text. Ein Rabe traf einen Storch, er sprach ihn an, wohin des Wegs. Er bezieht sich da auf den Raben und ihn auf den Storch. Genus kann nicht die Ursache dafür sein, beides sind ja maskuline Ausdrücke. Was wir hier finden, ist, dass das Subjekt des zweiten Satzes mit dem Subjekt des ersten Satzes koreferiert, sich also das wieder aufgreift und das Objekt eben das Objekt aufgreift. Diese Phänomene werden beschrieben durch die Centering-Theorie. Das ist eine prominente Theorie auf diesem Gebiet. Ich habe hier einen Artikel von Augustin Speyer angeführt, der diese Theorie auf das Deutsche anwendet. Wenn man sich jetzt aber andere Arten von Pronomina anschaut,
sieht man, dass man davon abweichen kann. Und das sind eben die Dä-Pronomina wie der und so weiter. Und das Phänomen wird dann Obviation bezeichnet. Also ein Beispiel hier. Ein Rabe traf einen Storch, der sprach ihn an, wohin des Wegs, oder dieser sprach ihn an, wohin des Wegs. Hier haben wir den Eindruck, den sehr klaren Eindruck, dass sich der oder dieser auf den Storch bezieht, nicht auf den Raben. Und ihn bezieht sich auf den Raben. Wir sagen, dass er, das Personalpronomen, ein Proximatpronomen ist und der oder dieser ein Objektivpronomen. Also Objektiv heißt, dass sich das nicht auf das Naheliegendste bezieht. Das Naheliegendste wäre hier, dass das Subjekt des zweiten Satzes identisch ist, sich auf dasselbe bezieht wie das Subjekt des ersten Satzes. Und das wird hier, und hier wird ausgedrückt, dass wir uns auf etwas anderes beziehen. Im Englischen verwenden wir hierzu betonte Pronomina. Das ist nicht ganz so gut im Englischen zu machen, aber ein Beispiel dieser Art wäre zum Beispiel: A Republican insulted a Democrat and then he insulted him. Das he bezieht sich hier auf den Demokraten und das him bezieht sich auf den Republikaner. Also da ist dann ja, ein Wechsel durch die Betonung angezeigt. Ich habe hier einen Artikel von David Beaver, der dieses Phänomen näher beschreibt und theoretisch modelliert. Sehen wir uns dieses Phänomen der Salienz etwas näher an. Wir können einen Text so verstehen, dass es da einen Vortext gibt, in dem verschiedene Diskursreferenten DR1, DR2 und so weiter eingeführt worden sind. Jetzt betrachten wir einen Satz, der bezieht sich auf diesen Vorgängertext und da kommt ein Pronomen vor. Die Frage ist jetzt, welchen Diskursreferenten greift dieses Pronomen auf? Nun, Diskursreferenten können mehr oder weniger salient sein und bestimmte Pronomina werden Diskursreferenten von bestimmter Salienz aufgreifen. Das ist die Idee. Wann ist ein Diskursreferent salienter als die anderen? Also ein Faktor ist, wenn er relativ spät, also nah am Pronomen steht. Die späten Diskursreferenten, die spät angeführten Diskursreferenten in dem Vortext sind salienter. Aber ein zweiter Faktor ist der, ob der Diskursreferent durch ein Subjekt eingeführt wird. Das haben wir auch schon gesehen. Solche Diskursreferenten sind nämlich dann auch salienter und das Subjektkriterium ist in der Regel wichtiger als das der Nähe, der syntaktischen Nähe. Nun, die anaphorischen Mittel können eingeteilt werden nach ihrer Komplexität. Eine Hierarchie, die wir da annehmen können, ist die von vollen Nominalphrasen auf der einen Seite zu komplexen Pronomina wie dieser oder der, zu betonten Pronomina wie er, zu unbetonten Pronomina wie er, also unbetont, zu klitischen Pronomina, die also an das Verb klitisiert werden, was man im Deutschen in der Umgangssprache hat, vor allem im Süddeutschen, hast du gesehen, hast du ihn gesehen, und dann zu Nullformen, die also gar nicht realisiert werden. Ja. Es gibt nun einen inversen Zusammenhang von Salienz und Komplexität, nämlich komplexere anaphorische Mittel greifen weniger saliente Diskursreferenten auf und umgekehrt weniger komplexe anaphorische Mittel greifen salientere Diskursreferenten auf. Ein Beispiel, ein Dä-Pronomen, das ist komplexer als ein Personalpronomen, greift nicht den salientesten Diskursreferenten auf, haben wir eben gesehen. Ein Rabe traf einen Storch, dieser sprach ihn an, dieser bezieht sich auf den Storch. Das ist nicht der salienteste Diskursreferent, weil er durch ein Objekt eingeführt wird, nicht durch ein Subjekt. Und dieser würde diesen weniger salienten Diskursreferenten aufgreifen. Im Gegensatz dazu er, ja, das Personalpronomen, würde den salientesten Diskursreferenten, also den, der durch ein Rabe das Subjekt eingeführt worden ist, aufgreifen.
Die Theorie dahinter, hinter dieser Salienztheorie oder Akzessibilitätstheorie, haben Personen wie Janet Gundel und Mira Ariel entwickelt. Ich habe hier Referenzen auf wichtige Arbeiten von ihnen angegeben. Diese Verwendung von komplexen anaphorischen Mitteln für weniger saliente Diskursreferenten hat sich grammatikalisiert in bestimmten Sprachen zu sogenannten Proximat-Obviativsystemen. Ein bisschen kann man das Deutsche auch so sehen mit diesen zwei Reihen von Pronomina, den Personalpronomina er, sie, es versus den Depronomina der, die, das. Aber sehr viel deutlicher ist das in anderen Sprachen, vor allem in Algonkinsprachen Nordamerikas und anderen Sprachen Nordamerikas ausgeprägt. Algonkin ist eine große Sprachfamilie, die sich sehr weit ausgebreitet hat auf dem nordamerikanischen Kontinent. Jetzt sind das relativ kleine Sprachen natürlich. In diesen Sprachen ist es häufig so, dass man zwischen zentralen Protagonisten, die also eine wichtige Rolle spielen im Diskurs, und mehr peripheren Protagonisten unterscheidet. Die ersteren werden durch Proximate und die letzteren durch Obviative ausgedrückt. Diese Obviativen werden manchmal auch vierte Person genannt, also dritte Person Proximat und Obviativ vierte Person. Das kann wechseln von Paragraph zu Paragraph, also welche Protagonisten jeweils die Hauptfigur spielen, die Hauptrolle spielen, und die werden dann durch die Proximatform ausgezeichnet. Das ist beobachtet worden etwa von dem berühmten Sprachwissenschaftler Leonard Bloomfield, der sehr lange Zeit an einer Grammatik einer Algonkinsprache, dem Menominee, gearbeitet hat, was dann posthum veröffentlicht wurde. Er sagt: The proximate third person represents the topic of discourse, the person nearest to the speaker's point of view, also die prominente Form, der prominente Diskursreferent, or the person earlier spoken of and already known. Und wenn es mehrere gibt, eben die saliente Person. Im Ojibwa zum Beispiel ist das so, dass man einen Satz wie hier the man saw the woman hat, wobei the man Proximat markiert wird und the woman Obviativ. Wie das genau geschieht, werden wir gleich noch uns näher anschauen. Wir können auch sagen the man saw the woman, wobei dann the man Obviativ und the woman Proximat markiert wird. Ja. Wie sieht jetzt diese Markierung aus? Naja, also sie wird am Determinator markiert, aber hier ist die proximate Form versus ne, das ist die obviative Form. Sie wird am Nomen markiert, die Form für Frau zum Beispiel im Obviativ ist que one und im Proximat ist es que. Sie wird am Verb markiert. Es gibt hier eine direkte Form des Verbs. Hier, ich sehe das nochmal hier. Gi wapman, das ist die direkte Form. Da ist die dritte Person Proximat, der Agens, der Täter. Und die dritte Person Obviativ ist der Patiens, das wird hier markiert an dieser Form. Wenn es umgekehrt ist, wenn der Obviativ Agens ist und Patiens ist der Proximat, ist die proximate Form, wie im zweiten Satz, lautet die Form so. Ja. Und ferner ist es so, dass in der Regel das proximate Argument am Anfang steht, ja, und dann kommt das Obviative, zum Beispiel hier im zweiten Satz steht die Frau, obwohl das Patiens ist am Anfang, weil die Frau hier eben im zweiten Satz proximat ist. Wenn wir uns diese Formen anschauen, ist es immer so, dass die obviate Form komplexer ist, also ne versus a, que one
versus Square, da sieht man das besonders deutlich. Ferner ist die inverse Form des Verbs, wo also die dritte Person Objektiv agens ist, ebenfalls etwas komplexer. Sie sehen also, dass da diese Komplexitätsregel, die wir eben gesehen haben, auch durchaus zu sehen ist. Diese Komplexitätsregel, gewissermaßen diesen Zusammenhang, will ich hier nochmal darstellen. Also die Approximatformen sind unmarkiert, weil sie einfacher sind gegenüber den Objektivformen. Und die Kombination Proximat-Agens und Objektiv-Patiens ist unmarkiert, denn sie verwendet die direkte Form des Verbs, die einfacher ist als die Form, die Proximat-Patiens und Objektiv-Agens diese Kombinationen ausdrückt, also die inverse Form. Es gibt eine Personenhierarchie, wenn erste und zweite Person Agens ist und die dritte Person, wenn wir also erste, zweite Person Agens und dritte Person Patiens haben, muss die direkte Form verwendet werden. Wenn die dritte Person Agens ist und die erste, zweite Person Patiens, muss die inverse Form verwendet werden. Das heißt, erste und zweite Person und die Agens-Funktion sind gewissermaßen stärker etabliert. Das ist der Normalfall, der durch die direkte Form ausgedrückt wird. Weitere Beobachtungen sind, wenn beide Partizipanten den Objektivstatus haben, wenn man also einen Satz hat, der zwei Personen in einer Handlung verknüpft, gewissermaßen, die beide nicht proximat sind, beide also periphere Protagonisten sind, was selten vorkommt, wird die inverse Form des Verbs verwendet. Und die Objektivdistinktion, also Objektivproximat, gibt es nur bei den animaten Nominalphrasen. Die Nicht-Animaten, die Nicht-Belebten, treten in der Objektivform auf. Ein kleines Textbeispiel übersetzt. Hier haben wir einen Text, einen Mythos. There towards the woods, Nenner Boss, also das ist eine Person, turned into a poplar. He saw the lake with ripples circling out. Es geht also um diesen Nenner Boss und der wird hier, das deutet das Rot an, als also im Proximat ausgedrückt. First the frog surfaced, and then various other spirits, they all came out of the water onto that sandy island, and some went to sleep there. Das sind die Nebencharaktere, die jetzt aus dem Wasser erscheinen und die werden durch den Objektiv ausgedrückt. Nun schauen wir uns ein Beispiel an. Das war das Beispiel bereits. Ich will jetzt zu einer weiteren Technik, einer Verfahrensweise kommen, um Diskursreferenten aufzugreifen, nämlich Diathesen. Was sind Diathesen? Ja, Diathesen sind Veränderungen der syntaktischen Realisierung von semantischen Rollen. Ein Beispiel dafür ist das Passiv. Wenn wir einen Aktivsatz haben wie der Rabe sprach den Storch an, da ist der Rabe Subjekt und Agens, also Täter, und der Storch ist Objekt und Patiens. Ja. Im Passiv, der Storch wurde von dem Raben angesprochen, ist der Rabe Objekt, also Präpositionalobjekt und Agens, und der Storch ist Subjekt und Patiens. Sie sehen hier eine andere Kombination von syntaktischer Funktion und semantischer Rolle. Jetzt können Diathesen für das Referenztracking verwendet werden, weil ein Ausdruck der Subjekt wird leichter von einem einfachen Pronomen aufgegriffen werden kann. Ein Beispiel dafür: Ein Rabe ging zu einem Storch, er wurde von ihm angesprochen. Er ist hier der Rabe, obwohl es ein Patiens ist. Aber es ist eben zum Subjekt gemacht worden und deswegen kann das einfache Personalpronomen er sich auf den Raben beziehen. Diese Technik wird
in Sprachen angewendet. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Tepehua, einer Uto-Azteken-Sprache aus Mexiko. Das ist hier die Sprachfamilie der Uto-Aztekischen Sprachen. Die ist also sowohl in Nordamerika als auch in Mittelamerika beheimatet. Natürlich ist Aztekisch oder Nahuatl eine der großen Sprachen, die dieser Sprachfamilie zugehört. Ich habe hier einen Text, den wir uns kurz ansehen, vielleicht nur in der Glossierung. Das Mädchen machte sehr gute Tortillas, also ein Aktivsatz. Sie machte alles, das sie zum Maisfeld brachte. Sie tat bereits in den Korb, sie tat hinein die Molesoße und Truthahn. Sie sehen, dass das Pronomen sie gar nicht explizit gemacht wird. Das ist nur das ist also ein Nullpronomen hier. Und dann wurde über sie getuschelt, aber hier ist der Text so, dass das Tuscheln als Passivverb ausgedruckt wird, also sie wurde betuschelt gewissermaßen. Warum ist das so? Naja, wir sprechen nach wie vor von dem Mädchen und durch die Passivdiathese können wir das Mädchen zum Subjekt machen und weiter einfach mit dem Nullpronomen auf sie Bezug nehmen. Ja, passiv erlaubt das gewissermaßen, das Mädchen weiter an der prominenten syntaktischen Subjektsposition zu haben. Und so ist das auch dann im letzten Satz. Also ihr wurden Worte gesagt, sie bekam Worte gesagt und so weiter. Obviation und Diathese sind nicht so leicht zu unterscheiden. Schauen wir uns also nochmal die Verhältnisse etwas genauer und vergleichend an. Die zugrunde liegende Vorstellung ist, dass die Abschnitte eines Diskurses typischerweise eine bestimmte Entität, einen Hauptprotagonisten betreffen. Die Sätze des Diskurses liefern also Informationen über diese Entität und diese Entität wird dann auch Diskurstopic genannt, beziehungsweise auch die Ausdrücke, die sich darauf beziehen. Das ist ambig zwischen den Ausdrücken und dem Referenzobjekt. Nun ist es so, dass Topics dazu tendieren, in der semantischen Funktion Agens aufzutreten, dazu tendieren. Wir reden also oft aus der Täterperspektive. Jetzt kann man die Strategien von Obviation und Diathesen vergleichen. Ich verwende da jetzt in diesen drei Schaubildern, die Sie gleich sehen werden, diese Beziehung von Agens nach Patiens, dieser Pfeil ist also von Agens nach Patiens gerichtet. Es gibt andere semantische Rollen, aber wir konzentrieren uns hier auf Agens-Patiens-Beziehungen. Also, wir haben jetzt den Normalfall, dann haben wir den Fall der Obviation, wie im Ojibwe, und wir haben den Fall von Diathesen, wie in Tepehua, die also verschiedene Verfahren sind, wie man auf Diskursreferenten zugreifen kann. Im Normalfall haben wir einen Paragraphen, der über einen Topic-Diskursreferenten geht. Und es gibt Nicht-Topics hier bei den transitiven Sätzen jedenfalls. Und im Normalfall wird immer wieder vom Agens gesprochen, das ist das Topic, und das wird nicht variiert. Man sagt also, die Person, sagen wir mal, Maria ist hereingekommen, sie hat eine Zeitung genommen, sie ist zum Fenster gegangen, sie hat das Licht angeschaltet und so weiter. Ja. Wie macht jetzt das eine Sprache, die Obviation aufweist, wenn das Topic nicht mehr Agens ist, in einem Satz nicht Agens ist? Also das ist hier der Fall in diesem Satz hier. Da ist jetzt das Topic, das ist ja rot markiert, ja, in diesem Satz nicht Agens, sondern Patiens. Das wird durch diesen Pfeil hier ausgedrückt. Die Art und Weise, wie das markiert wird, ist, dass das Pronomen das Proximatpronomen ist, genauso wie hier, das Pronomen ändert sich nicht.
Das Verb wird aber als invers markiert. Das ist diese Inversmarkierung, die wir im Ojibwe gesehen haben. Und im Tepehua, was eine Diathese einsetzt, ist das Verhältnis so: In diesem Fall, in dem das Topic nicht agens ist, bleibt das Topic Subjekt, das Verb zeigt aber eine Passivdiathese. Also so ähnlich wie die Inversform hier, wird hier durch eine Passivdiathese ausgedrückt, dass das Topic hier nicht die Agensrolle einnimmt. In dem Tepehua-Beispiel haben wir gesehen, dass es Nullpronomina gibt, also pronominale Elemente, die gar nicht ausgedrückt werden, die aber mitverstanden werden, weil die Verben eine Subjektstelle haben. Man nennt also dieses Phänomen Nullpronomina und es tritt durchaus in vielen Sprachen, vielleicht in allen Sprachen sogar auf, im Deutschen auch. Zum Beispiel, wenn ein Sprecher A sagt, oder fragt, kommt Maria zur Party? Und B sagt, ja, sie kommt. Und A fragt weiter, und Hans? Und B sagt, kommt auch. Da haben wir ein Subjekt oder ein Topic, das durch eine Leerstelle hier ausgedrückt wird. Ja, das ist hier keine Frage, kein Verb-Erstsatz, es ist ein Aussagesatz, aber die Erstposition hier ist nicht gefüllt. Das kann man im gesprochenen Deutschen leicht machen. Ein anderes Beispiel aus dem Deutschen. Da kam ein Rabe und sprach den Storch an. Ja, wenn wir das syntaktisch analysieren mit CPs, das ist die Kategorie eines Satzes, haben wir hier, da kam ein Rabe und das ist dann verbunden mit und einer weiteren CP. Das müssen ja gleiche Konstituente sein. Es werden zwei gleiche Ausdrücke kombiniert, zwei syntaktisch gleiche, also Ausdrücke von der gleichen Kategorie. Da muss das Subjekt hier also auch leer sein, ja, damit sprach den Storch an ein voller Satz wird. Auch da haben wir ein leeres Element an Subjektsposition. Das ist jedenfalls die verbreitete Analyse dafür. Ein Textbeispiel, also unser Textbeispiel mit Nullpronomina, wo die hervorgehoben sind, sieht man hier. Also als das großmächtige Rabenvieh seinen Riesenrachen aufsperrte und ihm auf den Leib rückte, hier bei diesem und fehlt das Subjekt. Man kann das so analysieren, dass hier eben ein Nullpronomen für das Subjekt steht. Ja. Und schließlich holte er Futter und stopfte es ihm in den roten Schlund. Auch hier bei diesem Satz kann man das so sehen, dass hier ein Subjekt leer realisiert wird. Auch im zweiten Satz, ja, auch Jackelchen kam herangehüpft, sah sich das Scheusal an. Das heißt, hier haben wir kein Subjekt, kein explizites Subjekt und wir können hier ein Nullpronomen annehmen, genauso wie an dieser Stelle auch. In vielen Sprachen gibt es sehr viel mehr Verwendung von Nullpronomina. Ein Beispiel ist das Mandarin, das diese Strategie sehr oft einsetzt. Hier ein Beispiel. Ich will hier gleich die deutsche Übersetzung heranziehen. Was hier in Klammern jeweils steht, wird im Chinesischen nicht explizit ausgedrückt. Ja? Also, nachdem wir ausgestiegen sind, gehen wir zum Dahua Hotel, das ist der zweite Satz hier, und ruhen ein bisschen, wir essen, dann gehen wir zur Eröffnung des Treffens. Nach dem Ende des Treffens haben wir nichts zu tun. Wir können zum See gehen und uns umschauen oder wir können ja, ein Boot zum Rudern mieten. Die angeklammerten Wirs hier, ja, diese Subjekte, kommen im Chinesischen explizit nicht vor. Ja. Zum Beispiel hier im ersten Satz Descent, also Aussteigen aus dem Fahrzeug, nachdem wir zuerst in diesem Hotel angekommen sind. Da gibt es kein Woman, kein We hier
Im ersten Satz kommt das wie explizit vor, dann aber nicht mehr. Das kann man also immer auslassen im Chinesischen, weil es klar ist, dass hier über Handlungen von uns die Rede ist. Ein zweites Beispiel, wo das Topic wechselt, aber es ist klar, dass es wechselt und auch da muss man nicht explizit ein Pronomen einsetzen. Ich bringe hier wieder die Übersetzung. Letzte Woche schrieb ich einen Brief an das Dahua Hotel und ausgelassen bat sie, ein Zimmer zu reservieren. Bis jetzt haben ausgelassen mich noch nicht informiert. Ja, es ist klar, dass hier über die Leute des Hotels die Rede ist. Ja, und das kann hier auch ausgelassen werden. Das heißt, wir haben hier einen Wechsel von ich, vom Sprecher, zu einer dritten Person und in beiden Fällen wird das Subjekt einfach nicht realisiert, weil es klar ist, dass es hier einen Wechsel gegeben hat. Also sie haben mich noch nicht informiert, insbesondere weil in dem letzten Satz hier das Pronomen der ersten Person, wo, als Objekt vorkommt. Dann kann es gar nicht das Subjekt sein, dann muss das ein anderes salientes Individuum sein, die Leute des Hotels eben. Man kann sich fragen, wann im Mandarin dann Pronomina verwendet werden. Typischerweise bei neuen Diskursabschnitten oder bei Diskursabschnitten, wenn neue Aspekte eines Diskursreferenten zur Sprache kommen. Zum Beispiel ist das in diesem Beispiel der Fall. Wieder die deutsche Übersetzung. Von draußen kam eine Person, ja, die wird hier eingeführt, hatte zwei rote Augen und ein rundes Gesicht und trug einen kleinen Hut. Also hier wird er jeweils ausgelassen. Es könnte auch sie lauten hier, das ist Genus unbestimmt. Dann geht es weiter. Er hatte den Namen Sha. Ja, also hier wird das Pronomen verwendet. Also hier sieht man Ta, das Pronomen wird hier verwendet. Und das ist hier so motiviert, dass hier ein neuer Aspekt eine Rolle spielt. Nämlich zuerst war es das Aussehen der Person und jetzt dann der Name. Das ist eine neue Art von Information und das ist ein Anlass gewissermaßen, das Pronomen Ta zu verwenden. Wir kommen zu einem weiteren Verfahren des Referenztrackings, nämlich Switch Reference. Um was handelt es sich? Im Switch Reference Systemen wird angezeigt an der Verbform, ob das Subjekt des nächsten Satzes sich auf denselben Referenten bezieht oder einen anderen Referenten als das Subjekt des gegenwärtigen Satzes. Also es wird an der Verbform angezeigt, pass auf, das Subjekt ist jetzt ein anderes oder wird ein anderes, das Subjekt wechselt. So, wie sieht das aus? Ich nehme als Beispiel das Zuni, eine Sprache in Neumexiko, einer isolierten Sprache, die keiner größeren Sprachfamilie angehört. Hier wird sie gesprochen. Mit SS werde ich hier Same Subject und mit DS Different Subject anführen. Das ist die allgemeine Abkürzung hier. Also ich habe hier ein Beispiel. Er kam zu der Box, also arrive, das ist eine verbfinale Sprache. His box at, also zu seiner Box, seinem Behältnis, kam er und hier steht SS, das heißt, der nächste Satz wird über dasselbe Subjekt eine Aussage machen. Ja? Dieser Satz ist dann, das Innere der Box betrat, different subject. Jetzt kommt also im nächsten Satz ein anderes Subjekt. Die Glosse ist hier, er, der andere, schloss sie für ihn. Also eine andere Person führt diese Aktion aus. Das ist hier abgeleitet von schließen und einer Kausativform. Ja. Und die Verbform ist hier indirekt, was hier aber wichtig ist, dass eine andere Person das Schließen ja ausführt. Das wird
angezeigt durch das Different Subject, also diese Markierung hier im Vorgängersatz, dass sich das hier auf ein anderes Subjekt bezieht. Ja. Dann hat dieser Satz aber wiederum eine Same Subject Markierung, das heißt, wir erwarten, dass im Folgesatz jetzt wieder von dieser anderen Person die Rede ist, dass das das Subjekt ist. Sehen wir uns das an. Er warf sie in den Fluss. Ja, das ist jetzt die andere Person, die diese Box, in dem die erste Person eingesperrt ist, in den Fluss wirft. Ja. Nur der letzte Satz ist markiert durch eine Tempusmarkierung Past Tense. Switch Reference kann mit temporaler Bedeutung kombiniert werden, in dem Sinn, dass eine Verbendung nicht nur anzeigt, ob es sich um dasselbe oder um verschiedene Subjekte handelt, in zwei Sätzen, sondern auch, ob die zwei Sätze Ereignisse berichten, die zur selben Zeit zusammen gewissermaßen stattfinden oder zu verschiedenen Gelegenheiten. Ein Beispiel ist hier aus der Sprache Barai aus Papua-Neuguinea. Hier haben wir einen Satz, wo das Subjekt gleich ist und die Zeiten auch gleich sind. Also sie saßen und unterhielten sich. Also dasselbe Subjekt, das wird durch die SS-Markierung hier ausgedrückt. Und die zwei Ereignisse finden gleichzeitig statt. Insgesamt wird das durch die Kino-Markierung ausgedrückt. Sie aßen und unterhielten sich dann. Sie sehen hier eine andere Markierung mit Na, weil die Ereignisse nicht zur selben Gelegenheit stattfinden. Die Subjekte bleiben gleich, aber die Ereignisse finden zu anderen Zeiten statt. Das ist also hier eine sequentielle Markierung, die hier mit der Same-Subjekt-Beziehung einhergeht oder zusammen markiert wird. Sie aßen, während wir uns unterhielten, also verschiedene Subjekte, DS-Markierung deswegen, aber Gleichzeitigkeit. Da haben wir die Markierung Ko für diese Kombination. Und sie aßen und dann unterhielten wir uns. Also sowohl verschiedene Subjekte, sie und wir, als auch eine Sequenz, eine Nichtgleichzeitigkeit der Ereignisse. Und da haben wir eine Mo-Markierung. Sie sehen, diese Markierungen im Barai markieren sowohl Wechsel oder Identität des Subjekts als auch Gleichzeitigkeit oder Sequenzialität der Ereignisse. Die Switch-Reference-Markierung kann auch verwendet werden, um auszudrücken, dass eine Veränderung passiert. Und zwar ist es so, dass die Same-Subject-Markierung einen engen Zusammenhang, also keine Veränderung, und die Different-Subject-Markierung eine Veränderung anzeigt. Ein Beispiel hier aus dem Amele, einer Sprache in Papua-Neuguinea, die zur Madang-Familie gehört. Ich kam und habe die Speisen gegessen. Hier wird also dasselbe Subjekt markiert. Zusätzlich gibt es auch noch eine Kongruenz der ersten Person Singular. Das wird also hier zweifach ausgedrückt, dass es sich um dasselbe Subjekt handelt. Ich kam und du hast die Speisen gegessen. Das ist natürlich jetzt Different Subject hier und auch hier erste Person Singular und dann hier zweite Person Singular markiert. Jetzt in dem folgenden Satz geht es um dasselbe Subjekt eigentlich, trotzdem tritt die DS-Markierung auf. Warum? Sehen wir uns die Glosse erstmal an. The taro grows big and then when it changes into a gullum type, das ist eine Form des Taros, it becomes ripe. Es ist nach wie vor vom Taro die Rede, aber der Taro hat sich verändert und wird deswegen als Different Subject
bezeichnet. Also hier wird eine neue Phase beschrieben, gewissermaßen. Und tatsächlich finden wir hier im ersten Satz Same Subject, so der Taro wird groß. Dann der Taro verändert sich zu einem Gullom. Und das ist dasselbe Subjekt. Der Taro, der sich verändert, ist noch derselbe. Nachdem er aber verändert wird, ist es ein Different Subject. Und deswegen finden wir im zweiten Satz hier die Markierung Different Subject, weil im dritten Satz dann über dem Taro als ein Gullom Taro die Rede ist. Welche Eigenschaften haben Switch-Reference-Systeme? Sie treten in verbfinalen Sprachen auf, wo also das Verb am Ende des Satzes steht. Das war auch in allen unseren Beispielen so der Fall. Oft ist nur der letzte Satz Tempus markiert, die vorhergehenden Sätze nicht. Das sind gewissermaßen Sätze, die dem letzten Satz untergeordnet sind und erst der letzte Satz hat dann diese Tempusmarkierung. Und die Sätze einer Sequenz bilden eine Diskurseinheit. Sie berichten gleichzeitige oder, wie wir gesehen haben, aufeinanderfolgende Ereignisse, die dann in einem Ereignis kulminieren, sozusagen. So, auf diese Weise dient Switch Reference sowohl dem Referenztracking von Diskursreferenten als auch der Markierung von Texteinheiten. So, das letzte Phänomen, das ich beschreiben möchte, sind logophorische Pronomina. Um was handelt es sich? Das sind Pronomina, die auf Personen verweisen, aus deren Perspektive ein Sachverhalt dargestellt wird. Schauen wir uns das an. Eines der bekanntesten Fälle ist das Ewe, einer Niger-Kongo-Sprache, einer Be-Sprache. Das ist von Clemens beschrieben worden, der erste Fall, glaube ich, wo das so deutlich beschrieben worden ist. Wir haben im Ewe die ja eine Pronomenart, die ich hier mit log für logophorisches Pronomen beschrieben habe, ja, die in eingebetteten Sätzen auftritt. Hier der Satz, Kofi sagte, er sei gegangen, wobei sich das er auf Kofi beziehen muss. Das heißt, dieses logophorische Pronomen je muss sich auf das Subjekt beziehen des Satzes, der diesen anderen Satz einbettet. In dem Fall, wenn ein anderes, das normale Pronomen der dritten Person verwendet wird, das ist hier dieses e, also ein Präfix e, lautet die Übersetzung ins Deutsche genauso, also Kofi sagte, er sei gegangen, aber in dieser Form ist das eher eine andere Person. Das alles ist genusunmarkiert, das heißt, es könnte sich auch natürlich um eine Frau handeln, ja, auf die hier im zweiten Fall verwiesen wird. Kofi selbst ist ein männlicher Name. Diese logophorischen Pronomen werden verwendet bei Verben der propositionalen Einstellung oder Berichtensverben wie sagen, denken und so weiter. Also ein Beispiel hier: Anna hat sich gefreut, dass sie ein Kind geboren hatte. Ja, wir haben hier als Prädikat das Freuen, also das wird ausgedrückt als Glück sehen. Dann kommt hier ein Komplementizer B, wie der vom Wort für sagen abgeleitet ist, was gar nicht so selten vorkommt. Und dann kommt hier das logophorische Pronomen, denn Anna hat sich gefreut, dass sie, also Anna, ein Kind geboren hat. Nun, im Deutschen gibt es ein ähnliches Phänomen, wenn wir uns Infinitivkonstruktionen ansehen. Es gibt hier eine Alternation zwischen Pronomen im eingebetteten vollen Satz, im flektierten Satz und Infinitivkonstruktionen. Da nimmt man dieses große Pro an als ein Nullpronomen, das speziell in dieser Position auftritt. Beispiel: Anna begrüßte Bertha,
Anna freute sich, dass sie wieder zu Hause war. Dass sie kann sich sowohl auf Anna beziehen, als auch auf Bertha oder auch auf eine andere Person, die nicht erwähnt ist hier. Das heißt, das ist hier sicher nicht logophorisch zu verstehen. Aber in der Form Anna begrüßte Bertha, Anna freute sich, wieder zu Hause zu sein, wo wir hier ein leeres Subjektpronomen in diesem Infinitiv haben, das nehmen jedenfalls viele Theorien an, da muss sich das Subjekt auf Anna beziehen. Es kann sich nicht auf Bertha beziehen. Also ganz ähnlich wie im Ewe bei dem logophorischen Pronomen. Logophorische Pronomen da werden oft wie reflexive ausgedrückt oder Reflexivformen drücken auch logophorische Pronomen aus. Man nennt das dann auch Long Distance Reflexives, weil der Ausdruck, der das Reflexivpronomen bindet, nicht im selben Satz, sondern in einem übergeordneten Satz vorkommt oder auch im Text weiter weggerückt erscheint. Ein Beispiel ist das Japanische mit dem Pronomen Sibun. Ja. Das tritt auf als Reflexivpronomen, wie hier in Taro schlug sich selbst, also Taro war Sibun no Nakuta. Das ist das Reflexivpronomen in der normalen Reflexivverwendung. Aber auch in Fällen wie diesem, die Übersetzung lautet hier: Taro hörte von Takashi, dass Yoshiko ihn hasst, also Taro hasst. Wir finden hier, dass für das ihn das Sibun auftritt und das wird von Taro gebunden. Also das Reflexivpronomen bezieht sich hier auf Taro. Das ist außerhalb des lokalen Satzes, deswegen also ein Long Distance Reflexive. Warum kann das hier auftreten? Weil wir das aus der Perspektive von Taro berichtet bekommen. Also Taro hörte das und das über sich selbst aus der Perspektive von Taro. Bezieht sich Taro auf sich selbst und da kann das Reflexivpronomen verwendet werden. Logophorische Pronomen da kommen auch im Isländischen vor, einer Sprache, die natürlich mit dem Deutschen ziemlich eng verwandt ist. Ein Beispiel hierfür. Also zunächst mal das Reflexivpronomen selbst, also John knows that Mary loves him. Das Reflexivpronomen hier kann sich nicht auf John beziehen, sondern es muss sich auf Maria beziehen. Also diese Lesart, wo sich das Reflexivpronomen say auf John bezieht, ist ausgeschlossen. In John says that Mary loves him, also mit dieser Übersetzung, kann das Reflexivpronomen aber auftreten und sich auf John beziehen, weil das aus der Perspektive von John berichtet wird. Und da können Reflexive eben auf den Träger von solchen Einstellungen, dem Autor von solchen Berichten sich beziehen, auch wenn sie in dem übergeordneten Satz auftreten. In John revealed who would have oder had beaten him. Hier gibt es eine Variation zwischen der Indikativform have thee und der Subjunktivform have thee. Und der Bezug ist nur möglich mit der Indikativform, sodass sich auf John bezieht. Solche logophorischen Pronomina, also solchen Reflexive meine ich, gibt es auch im Englischen oder gab es im Englischen so in der Zeit um 1800, 1850, als es üblich wurde, in narrativen Texten Perspektive einzubauen,
ist das Reflexivpronomen ganz ähnlich wie im Isländischen verwendet worden. Bei Jane Austen findet man zum Beispiel Sätze wie But Marianne, who saw his agitation and could easily trace it to whatever cause best pleased herself, was perfectly satisfied. Dieses herself hier bezieht sich auf Marianne, obwohl Marianne nicht im selben Satz vorkommt wie herself. Also die normalen Bedingungen für Reflexive sind hier nicht erfüllt. Aber das wird hier eben aus der Perspektive von Marianne berichtet und das lizenziert, das erlaubt die Verwendung des Reflexivpronomens. Noch zwei abschließende Bemerkungen zu lokophorischen Pronomina. Zum einen, sie sind oft auf die dritte Person beschränkt. Es gibt hier eine Hierarchie, dritte vor zweiter, vor ersten Person, vor der ersten Person. Das heißt, wenn ein logophorisches Pronomen auch für die zweite Person verwendet wird, dann auf jeden Fall auch für die dritte. Und wenn es für die erste Person verwendet wird, dann auch für die zweite und für die dritte. Es ist, glaube ich, klar, dass bei der ersten Person der Sprecher, das ist ohnehin das perspektivische Zentrum, da braucht man kein eigenes logophorisches Pronomen gewissermaßen. Bei dem Adressaten ist das auch so, der ist also näher. Bei dritten Personen ist es wichtig oder ist es wichtiger, diese Art von Unterscheidung zu treffen. Und die zweite Beobachtung, logophorische Pronomina brauchen oft ein Antecedens in Subjektsfunktion oder eines mit einer ähnlichen psychologischen, semantischen Rolle, sodass man sagen kann, es wird etwas aus der Perspektive von einer Person erzählt oder dargestellt. Ein Beispiel aus dem Gokana, einer Sprache in Nigeria, die Logophorizität am Verb als Suffix markiert. Also hier, ich hörte von Lebare, dass er gefallen ist. Lebare ist der Autor dieser Information. Ja. Lebare ist nicht das Subjekt des eingebetteten Satzes. Ja, es ist das Subjekt. Also er selbst ist gefallen, aber es wird hier berichtet aus der Perspektive von Lebare. Lebare ist die Quelle dafür, deswegen also diese logophorische Markierung am Ende des Verbs. Und zweitens, das zweite Beispiel, Angst packt Lebare, dass er fällt. Hier ist Lebare nicht das direkte Subjekt des übergeordneten Satzes, aber es wird ebenfalls aus der Perspektive von Lebare berichtet und wir haben hier im eingebetteten Satz die Markierung des Verbs als logophorisch, also aus der Perspektive von Lebare berichtet. Die Erklärung ist natürlich, dass logophorische Pronomina dienen zur Darstellung von Ereignissen, dienen aus dem Blickpunkt einer bestimmten Person. So, damit sind logophorische Pronomina ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Sprache perspektivische Darstellungen erlaubt, etwas, was auch allgemein als Point of View bekannt ist. Ich komme zu einer kurzen Zusammenfassung. Ich habe eingeführt diese Begriffe Weltdeixis, Situationsdeixis und Diskursdeixis. Wir haben kurz uns Referenzrahmen angesehen für die Situationsdeixis und wir haben mit Levinson unterschieden zwischen intrinsischen, relativen und absoluten Referenzrahmen. Hauptgegenstand war dann aber Referenztracking und anaphorische Aufnahme. Wir haben uns Genus angesehen, Proximat-Obviativsysteme. Wir haben uns angesehen, wie der deiktische Raum in Gebärdensprachen ausgenutzt wird. Die Konstanz von syntaktischen Relationen war wichtig und die Diathesen, wie die uns erlauben, Dinge zum Subjekt zu machen, damit sie sozusagen weiter leicht referenzierbar bleiben. Wir haben uns Nullpronomina angeschaut, wie im Mandarin etwa, Switch-Reference-Systeme, die anzeigen, ob sich das Subjekt im Nachfolgesatz ändert oder gleich bleibt, aber die auch sonst für die Textkohäsion eine Rolle spielen. Und schließlich logophorische Pronomina, die markieren, aus welcher Perspektive eine
Information dargestellt wird, also den Point of View. Ich habe hier als weiterführende Lektüre den Artikel von Kibrick, von Kibrick gibt es auch ein Buch dazu, angeführt, und den bitte ich bis zum nächsten Mal auch zu lesen. Da gibt es noch eine Reihe von weiteren Phänomenen, die hier gut dargestellt sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.